Ich hatte 2011 einen Motorradunfall, inkomplette Querschnittslähmung. Es ist jetzt so, wie es ist und ich mache das Beste draus. Ja, wenn ich Handbike, denke ich nicht darüber nach, dass ich normalerweise Fahrrad fahren wollen würde oder Motorrad fahren. Das, in dem Moment denke ich da nicht dran. Das Schönste ist eigentlich immer, wenn man bergab die Rennradfahrer abzieht und die sich richtig anstrengen müssen, dass sie überhaupt hinterherkommen und das nicht schaffen. Das ist ein Stück weit ein Freiheitsgefühl, dass man nicht so langsam mehr unterwegs ist, sondern richtig mit Tempo.